Hallo, meine lieben Singles, neue Woche, neue Zeit. Jetzt ist es wieder mal soweit. Wir gucken jetzt mal rein, was auf die Singles in der nächsten Zeit zukommt. Na, ich bedanke mich hier für eure Likes, für eure lieben Kommentare, für eure Abos, die ihr hier auf meinem Kanal hinterlasst. Und ich würde sagen, wir starten jetzt rein. Ja? Okay. Wenn du ja als Mann zuschaust, das ist alles geschlechterneutral. Ne? Also auch für dich kann dieses Orakel jetzt hier Sinn machen. Ja? Wenn du natürlich auch damit in Resonanz gehen kannst. Ja? Oder manchmal zeigen sich ja auch Sachen, was noch kommen tut. Ne? Du wirst es aber dann hier spüren. Jetzt hatten sich gerade mal so die trüben Gedanken gezeigt. So, mal gucken. Was kommt denn jetzt in der nächsten Zeit auf die Singles zu? Was kommt in der nächsten Zeit auf unsere Singles zu? Aha, man macht sich hier schon mal einen Gedanken, etwas zu wandeln, ne? Etwas zu verändern. Das ist schon mal, ja, vielleicht bist du das selber, ja, ne? Oder in die Richtung vielleicht eines Menschen. Oder jemand möchte etwas in deine Richtung ändern. Also man macht sich hier schon mal viele, viele Gedanken, wie man hier etwas, eine Sache wandeln kann. Ja? Man macht sich vielleicht gemeinsam auf die Reise. So, schauen wir mal weiter mit meinem Freyas Orakel. Da hat sich schon mal was gezeigt. Du sollst auf jeden Fall, wenn du Single bist, ne, da hat sich hier die Lagada gezeigt, du sollst auf jeden Fall zu dir stehen. Das ist ganz wichtig jetzt in der nächsten Zeit für die Singles. Und du wirst eventuell auch beobachtet von jemand oder generell beobachtest du eine Sache. Und dann, guck mal hier, wir haben hier voll die blauen Farben. Ne? Und dann haben wir hier noch die Reise. Es geht also für die Singles auf zu neuen Ufern jetzt in der nächsten Zeit. Das hört sich ja schon mal super an, gell? Was sagen die Lektionen deiner Seele noch dazu? Ja, man soll aber Disziplin zeigen. Ja, entweder kommt hier eine Verbindung, wo man Disziplin zeigen soll, vielleicht auch ein Mensch. Oder man soll wirklich diszipliniert sein als Single, ne? Und was man sich auch vornimmt, das kann man auch erreichen, ja? So ein Satz, ne? Was man sich hier als Single vornimmt, kann man auch erreichen, genau. So, dann schauen wir mal, wer oder was zeigt sich denn hier in der nächsten Zeit für die Singles? Wer oder was? Hier haben wir schon mal Hoffnung, Wunsch. Hier haben wir die 7 der Kelche. Ups, dann ist der Page der Kelche noch rausgesprungen. Wir haben also Gefühle, Gefühle. Leidenschaft haben wir auch mit dabei in Umsetzung. Ja, hoho. Komm, eine lasse ich noch. Eine noch. Aha, okay. Das Ass der Schwerter. So. Also, für die Singles ist es in nächster Zeit so, hier sind die 10 der Kelche, die vollen Gefühle. Man fühlt sich glücklich, wohl. Ne, man hat jetzt Klarheit, warum man vielleicht auch eine gewisse Niederlage hatte hier. Ne, aber die 10 Kelche sind jetzt hier wieder. Man kommt langsam wieder in die Kraft, dieses Hilflose geht raus. Man hat viel gelernt, vielleicht auch in die Richtung eines Menschen. Das kann König der Schwerter sein. Ne, vielleicht plant dieser König jetzt etwas. Also hier kann es sich eventuell um König der Schwerter handeln. Wie man hier sieht, das ist eine ganz distanzierte, kühle Person meistens, aber auch eine klare Person, lässt vielleicht auch nicht viel an sich ran, ne? Oder manchmal auch nicht viel von sich hören. Und da plant man auf jeden Fall und da kann hier eine Zusammenkunft, vielleicht auch mit Gemeinschaft, mit Freunden stattfinden mit dieser Person. Auf jeden Fall haben wir hier so einen gewissen Wunsch. Wir haben nämlich eine große Arkana hier. Ne? Vielleicht wünscht man sich etwas mit jemandem oder man wünscht sich generell einen Menschen für die Singles und man wählt hier noch aus. Vielleicht hast du aber auch mehrere Möglichkeiten. Ja? Vielleicht hast du mehrere Möglichkeiten oder man überlegt noch so ein bisschen. Also wenn es hier jetzt wirklich um den König der Schwerter geht, dann tut man vielleicht auch hier überlegen, ja, was wähle ich aus? Wo wähle ich aus? Ne, wenn du als Single bist, ja, hält man sich vielleicht auch in gewissermaßen, nicht alle, aber einige vielleicht auch hier auf Plattformen auf. Es kann sein, dass du da irgendwie dann noch rumguckst. Ne? Also Plattformen, da habe ich damals sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht, muss ich ehrlich sagen. Da waren fast nur Idioten dabei.
Ne? Und ich denke, manche werden mir da auch recht geben, die sich auf solchen Plattformen da aufhalten oder aufgehalten haben. Und ich kenne auch persönlich eine Kundin von mir, der es dann auch so ging, gell, meine liebe Eva. Ne? Aber ja, also es muss dann jeder selber wissen, auf was er sich da rumtreibt. Gell? Auf jeden Fall sehen wir hier, man wählt noch etwas aus. Ne? Man hat einen Wunsch, man wünscht sich etwas und überlegt noch ganz genau, was mache ich da? Was habe ich da für Möglichkeiten? Ne, man ist sehr nachdenklich, man denkt über Gefühle nach hier. Und entschuldigt, der Page der Kelche, der sagt ja dann auch noch, man versucht hier ein gewisses Selbstvertrauen hier zu haben wieder, ne? Vielleicht auch so, dass man in die eigene Zufriedenheit reinkommt. Ja, für andere ist es wahrscheinlich auch so, ich habe hier wirklich zwei Möglichkeiten. Wenn es um einen König der Schwerter handelt, also eine Person, die sehr, sehr kühl distanziert ist, wenn ihr hier Kontakt mit dieser Person habt, dann kann es sein, dass man hier wirklich überlegt, ist das denn ein Wunschpartner für mich? Man wählt so die Pro und Kontras vielleicht auch bei diesen Menschen aus. Man ist sehr nachdenklich, macht mich die ganze Sache zufrieden oder nicht. Und ja, ist hier eine gewisse Leidenschaft mit dabei bei dieser Sache. Ne? Wir sehen schon mit dem Ritter der Stäbe, ist diese Sache Leidenschaft. Aber man will sich erstmal so ein bisschen in der Klarheit. Ne? Man befindet sich in einer Klarheit. Also man überlegt, man wägt so diese Sachen ab, man macht sich viele Gedanken hier, vielleicht auch bezüglich dieses Menschen. Und ja, das ist erstmal die eine Möglichkeit. Für die andere kann es sein, dass man sich hier wirklich Gedanken macht, was ja auch wieder die Sieben der Kelche und der Page der Kelche widerspiegelt. Ne, eine Gedanken macht, was zu wandeln. Ne, vielleicht dein Single-Dasein zu wandeln. Dass du erstmal so ein bisschen anfängst, jetzt mal wieder zu dir selber zu stehen als Single, dass du vielleicht auch Sachen beobachtest, um da irgendwie dich dann zu neuen Ufern aufzumachen. Ja, und dass du dir wahrscheinlich erstmal so Klarheit darüber verschaffst, was will ich denn überhaupt als Single? Wem wünsche ich mir denn überhaupt hier als Single in meinem Leben? Ne? Also da hilft es meistens auch, wenn du dir hier ein Blatt Papier nimmst, wenn du dir wirklich mal richtig aufschreibst, wenn du träumst, wie hat denn dein Traummann, deine Traumfrau überhaupt auszusehen? Welche Eigenschaften, ne, ja, soll der Mensch vielleicht empathisch sein, sehr gefühlvoll, treu. Das wünschen wir uns ja irgendwie alle. Aber halt wirklich dir mal überlegen, gerade so als Single, was wünschst du dir denn überhaupt? Ne? Manchmal wünscht man sich irgendeinen Menschen und dann kommt ein Mensch ins Leben und im Endeffekt entdeckt man dann, boah, der passt oder sie passt überhaupt echt nicht zu mir. Ne? Also ja, meistens ist es ja dann so. Oder man findet es halt erst später raus. Deswegen ist es so, wenn man das so ein bisschen manifestieren möchte, ne, einen neuen Menschen in seinem Leben, dann sollte man vielleicht sich auch mal ein paar Notizen machen, aufschreiben, schon mal träumen, wie wenn der Mensch da wäre schon, ne, einfach mal den Traummann, die Traumfrau vor sich sehen. Gut, es muss jetzt nicht immer der Traummann oder die Traumfrau sein, aber man muss ja auch nicht alles nehmen, ne, so ist es ja nun mal auch. Und deswegen soll man einfach mal gucken und aufschreiben, wie stelle ich mir überhaupt die Person vor, die zu mir passen sollte, ne? Und dann einfach schon mal reinfühlen, wie die Person sein sollte. Einfach mal ein bisschen träumen und das aufschreiben. Weil mit diesen Gedanken, mit diesen Gefühlen kannst du die Person nämlich manchmal schon in dein Leben ziehen. Und das wissen nämlich die wenigsten, ne? Dass man auch manchmal dafür selber verantwortlich ist. Und manchmal ist es auch so, gerade im Single-Dasein, wenn man niemanden findet, dass man auch manchmal in sich selber noch Themen der Ablehnung hat. Ja, dass man so Sachen denkt, mich nimmt ja eh niemand und ich finde ja eh niemand. Damit gibst du die Energie schon nach außen hin preis, dass niemand zu dir kommen kann. Ne? Du vermittelst dann schon das Gefühl, mich hat ja eh keiner gern, mich will ja eh niemand. Ne? Und dann ist das so. Dann zeigt sich das natürlich auch im Außen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man auch hier diese innere Energie manchmal so ein bisschen umstellt, dass man auch diese Menschen wirklich in seinem Leben willkommen heißt. Na, das soll jetzt hier keine Aufforderung sein an euch, aber das ist einfach mal so ein Tipp von mir an euch, dass das auch ganz oft an der inneren Einstellung liegt. Na? Ja, wie gesagt, für die einen ist es so, ihr überlegt,
Ist das mein Wunsch mit diesem König der Schwerter? Ist das nicht mein Wunsch? Man denkt so drüber nach, bin ich zufrieden, bin ich glücklich, wenn ich diesen Menschen vielleicht in meinem Leben habe? Ne, ist das Ganze hier leidenschaftlich, impulsiv und darüber wirst du Klarheit erreichen. Für die anderen ist es so, ihr werdet Klarheit über euch selber erreichen, ihr steht zu euch, ihr beobachtet vielleicht auch einiges im Außen oder Menschen, ne, um euch dann irgendwie schon auf zu neuen Ufern zu machen. Ja. Und da ist eine Disziplin sehr, sehr wichtig. Ne? So, was sagt denn das Lennemoy jetzt noch hier für die Singles? Ja, wir sehen nämlich, hier ist schon irgendwo ein Mangel an dem Vorwärtskommen. Ne? Also, es mangelt irgendwie an Aktionen. Entweder von einem König der Schwerter oder es mangeln generell Aktionen zu machen, jemanden zu begegnen. Ja, es ist wie so ein Verlust. Man kann vielleicht auch in manchen Sachen nicht so richtig vorwärts gehen. Und ich sehe auch, hier ist was bei dir blockiert im Inneren. Ne? Ja, und das ist das, was ich schon gerade gesagt habe. Manchmal liegt es auch an den eigenen Gedanken, ob ihr jetzt einen Mensch in eurem Leben schon habt oder nicht. Ne? Also, ach ja, auf jeden Fall geht es um die Öffentlichkeit, vielleicht auch um Treffen. Es ist ganz einfach unruhig, man will einen Neuanfang, man will endlich was Neues zum Wachsen bringen. Aber das sind Ängste, Unklarheiten mit dabei, an denen man noch festhält. Ne, vielleicht ist hier eine Seelenpartnerschaft irgendwie, man ist mit diesen Menschen noch nicht zusammen. Aber, oder es ist halt jemand aus der Vergangenheit, ne, wo man hier auf eine Einladung vielleicht auch hofft. Und ja, wie gesagt, es nagt hier. Es nagt hier an dem Vorwärtskommen. Entweder nagt es daran, dass man sich hier trifft, dass Aktionen von jemandem gemacht werden, von dir oder von einer Person. Und da ist es halt wirklich hier innen drinnen blockiert. Eine Wunscherfüllung ist irgendwie blockiert. Und du tauchst da jetzt auf. Also als Mann kann das jetzt sein, dass hier was blockiert ist mit einer Frau. Oder eine Wunscherfüllung blockiert ist mit einer Frau. Wenn du als Frau zuschaust, dann kann es natürlich auch sein hier, dass du dich innerlich noch so ein bisschen selber diese Sache blockierst, ne? Oder dass es wirklich generell mit diesen Menschen blockiert ist. So, was nagt denn da? Das will ich jetzt mal wissen. Ja, es sind Belastungen und welche, die mit der Freude zu tun haben, ne? Und das habe ich ja schon gesagt. Du überlegst jetzt wirklich. Bin ich denn mit dieser Person zufrieden? Bin ich denn mit dieser Person, macht mich diese Person denn glücklich? Gibt mir die Person ein gutes Gefühl? Und hier sehe ich, irgendein Mangel ist da, ne? Weil die Person ist, es ist wahrscheinlich nicht so, ne, dass sich das gut anfühlt. Und dann frage ich mal, was ist denn innerlich hier blockiert? Was ist da blockiert mit dem Wert? Die Gefühle, ne? Man blockiert die Gefühle hier. Ja. Und warum? Warum sind die Gefühle? Okay. Aha, da haben wir es schon. Entweder weil hier was Kompliziertes ist oder weil noch eine andere Person mit ist. Entweder ist die Person noch in der Verbindung oder es ist ganz einfach so, dass hier noch eine andere Dame, ein anderer Mann mit ist. Ne? Wir fragen mal noch auf die Schlange mal kurz. Gehen wir mal noch ein bisschen tiefer in die Sache rein. Ja, ne, man hat hier Zweifel, weil, wie gesagt, man blockiert die Gefühle oder dieser Mensch blockiert die Gefühle, deswegen finden keine Aktionen statt. Weil hier noch jemand anders mit sein kann oder weil es zu kompliziert ist und die ganze Sache, ne, weil man einfach daran zweifelt. Ne? Ja, und deswegen überlegst du. Ja, und es wird jetzt mal Zeit für eine Entscheidung. Ne? Einfach mal hier zu gucken, macht mich das Ganze harmonisch mit dieser Person oder nicht? Ja, kann auch ein Freund sein. Ne? Für einige ist das vielleicht auch ein Freund, auf den man hier schaut. Auf jeden Fall ist hier irgendwas kompliziert. Es muss erst was, entweder hat man wirklich Zweifel und es muss erst was geklärt werden in Bezug einer anderen Person, die hier noch mit drinne rumfuscht, sagen wir jetzt mal, oder dass die Person vielleicht auch gebunden ist. Ne? Also ja, man ist sich halt wirklich nicht so sicher. Ne, mit dieser ganzen Sache. Und ich denke, man beobachtet das Ganze, man macht sich viele Gedanken darüber und man will halt hier etwas wandeln. Man will ja diese 10 Kelche haben und nicht diese Niederlage da. Ne? Bin ich glücklich oder streckt mich das Ganze eher nieder, ne, wenn ich mich auf diesen Menschen vielleicht auch einlasse? Ja, meine Lieben, sehr, sehr interessant für die Singles. Dann war's das heute. Und ja, da bin ich gespannt, was sich hier zeigt in der nächsten Zeit, ne? Für den einen oder anderen. Was sagt denn die Liebe jetzt noch mit dazu? Was sagt denn die Liebe? Die Liebe sagt,
Eine heilige Verbindung hüte deine Beziehung wie ein Schatz. Und göttliche Fügung. Du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Vertrau darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird. Ja, für den einen oder anderen ist das jetzt hier wichtig. Und ich wünsche euch auf jeden Fall hier eine schöne kommende Zeit. Bis nächste Woche. Ciao.